Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge. Heute, ja Leute, heute wollen wir mal wieder ein schönes Susi-Video machen. Ja Leute, es haben viele in die Kommentare geschrieben, wir sollen wieder ein Susi-Video vorbeibringen. Und ich habe mir so gedacht, ja komm Leute, dann machen wir auch direkt ein Susi-Video, ne? Leute, ja, ich würde sagen, wir fangen auch jetzt direkt an. Warte Leute, was ich natürlich nur noch euch kurz sagen wollte. Wenn ihr den Kanal natürlich noch nicht abonniert habt, könnt ihr natürlich gerne abonnieren. Und die Glocke anzumachen, damit ihr natürlich kein Video mehr von mir verpasst. Jetzt geht's los mit dem Video. Viel Spaß! Puh, so, jetzt erstmal gucken, Susi da ist. Bitte ist sie nicht da, bitte ist sie nicht da. Ich hasse ja, wenn Susi da ist. Mal gucken. Ich hoffe, sie ist nicht da. Nein, sie ist jetzt nicht da, oder? Es ist ein Traum. Sie ist nicht da! Hallo, Herr Lehrer. Ich bin heute ein Coolman. Sehen Sie das? Also erstmal habe ich hier wieder meine schöne Kette und diesmal habe ich eine coole Käppi hier auf und eine coole Anziehsachen. Ich bin heute cool, man. Okay. Schaffen Sie das? Okay, dann können wir jetzt anfangen. Was ist mit dir los? Ich mache erstmal die Tür zu. Ja, und dann können wir jetzt auch direkt den Unterricht anfangen. Alles klar, dann setze ich mich erstmal. Hey! Ah. Ja, was haben wir denn heute? Ja, wir haben heute, genau Susi, danke, du nachfragst, wir haben heute wieder das übliche Mathe und Deutsch. Oh ne, nicht schon wieder das gleiche, Mathe und Deutsch. Nicht immer das gleiche, Herr Lehrer. Ich möchte aber was Cooles haben, so wie ich gerade. Ich möchte mal was Cooles und nicht das, weil das voll blöd ist, Mathe und Deutsch. Ich möchte mal was Cooles haben, wie ich gerade. Können wir nicht mal was Cooles? Nein, wir machen jetzt Mathe und Deutsch. Denkst nicht, hier in der Schule nur was Cooles gemacht hat, sondern es wird hier in der Schule Mathe, Deutsch, Sachkunde gemacht. Und halt noch andere schwere Aufgaben. Aber du bist ja in der Förderkraft, deswegen machen wir ein bisschen Mathe und Deutsch etwas Einfaches. Deswegen, es wird nicht immer in die Schule sowas Cooles gemacht, nur weil du jetzt so cool aussiehst. Ne, sieht hässlich aus. Nee, weil du so cool aussiehst. Und deswegen, ja. Deswegen, aber trotzdem, deswegen machen wir jetzt nicht was Cooles, sondern wir machen jetzt immer noch Mathe und Deutsch. Was man auch in der normalen Schule macht. Nur halt auf einfache Aufgaben. Fertig. Ah, okay, Plappermaul, dann machen wir es halt das, wenn ich sein muss. Wie lautet die erste Aufgabe? Mann. Ach, Susi, was ich schon wieder direkt Mathe anfangen? Okay, wir fangen mit Mathe an. Genau, und die erste Aufgabe lautet... Genau, Susi. Und die erste Aufgabe lautet einmal... Erste Aufgabe lautet, also ich schreibe erstmal Mathe hin. So, Mathe, wir haben heute das Fach Mathe. So, und die erste Aufgabe lautet, erstmal eine leichte 3 plus 2. Was ist 3 plus 2, Susi? Boah, direkt so schwer, Herr Lehrer. Mann, direkt so schwer. Manometer, ey. Okay, 3 plus 2, lass mich kurz überlegen. 3 plus 2, 5. Nein, Susi, das hast du jetzt gerade nicht gemacht. Du hast die richtige Aufgabe gelöst. Genau das ist es. 3 plus 2 sind 5. What? Du hast das jetzt echt gemacht. Aber was ist denn heute mit dir los? Oh mein Gott. Super, Susi, du hast es direkt super gelöst. 3 plus 2 sind 5. Super, Susi. 3 plus 2 sind 5. So, wollen wir direkt mal mit die nächste Aufgabe starten. So, die nächste Aufgabe lautet ein bisschen schwerer. 5 plus 1. Also ein bisschen schwerer jetzt für dich. 5 plus 1, Susi. 5 plus 1 ist aber ein bisschen zu schwer, Mann. 5 plus 1, lass mich kurz überlegen. 5 plus 1 sind 6. Hör mal, Susi, was ist überhaupt heute mit dir los? Du weißt ja jede Aufgabe. Genau, 5 plus 6. Du warst ja heute ganz durcheinander. 5 plus 1 ist 6. Hör mal, was ist denn heute mit dir los? 5 plus 1 ist 6. Hör mal. Da bin ich sogar jetzt gerade noch verwirrt. Ich habe gerade gesagt 6 plus, keine Ahnung.
Also, genau, 5 plus 1 ist 6. Also, was ist heute mit dir los, Susi? Also, bis heute stand gut drauf. Genau, Susi. Super. 5 plus 1 ist 6. Perfekt. Also, machen wir direkt die nächste Aufgabe. Die nächste Aufgabe lautet, jetzt machen wir mal ein bisschen schwerer. 7 plus 2. So, Susi, das ist jetzt ein bisschen schwer, aber probier es trotzdem zu machen. 7 plus 2. Ja, das ist ja voll schwer. 7 plus 2. 7 plus 2. 7 plus 2. 7 plus 2. 9, ich weiß es nicht ganz genau. Nein, Susi. Das hast du jetzt nicht gerade nochmal gemacht. 7 plus 2 sind 9. Nein, nicht dein Ernst. Hör mal, was ist denn heute mit dir los, Susi? Du kannst ja jede Aufgabe. Du hast mal gerade wieder richtig. 3 plus 2 sind 5. Hast du richtig beantwortet. 5 plus 1 ist 6. Richtig beantwortet. Jetzt hast du 7 plus 2 sind 9. Auch richtig beantwortet. Aber was ist denn heute mit dir los, Susi? Also ich bin wirklich bestaunt. Also ich bin wirklich von dir heute bestaunt. Genau, 7 plus 2 sind 9. Super. So, und dann wird auch heute das Thema für Mathe beendet. Und jetzt machen wir noch ein Thema, das heißt Deutsch. Deutsch. So, Deutsch. Das Thema Deutsch. So, und die eine Aufgabe lautet von Deutsch. Also, Susi. So, die Aufgabe lautet, was hat man alles an seinem Körper? So, Leute, Susi. Die Aufgabe lautet, was hat man alles an seinem Körper? Was hat man alles an seinem Körper? Also an deinem Körper hat man natürlich Arme, man ist eine Ketterbahn, man hat einen Bauch, sonst kann man natürlich nichts essen, man hat einen Rücken, man hat Knochen, sonst kann man natürlich nicht gehen und so und man sich nicht halten, ja, ich weiß eigentlich alles. Man hat hier Unterschenkel. Ja, mehr weiß ich leider nicht. Ja, Susi, was ist denn heute alles mit dir los? Genau, das stimmt. Die Sachen hat man alle an seinem Körper. Hör mal, was ist denn heute mit dir los, sag mal? Du beantwortest ja immer, egal was ich sage, jede Frage richtig. Was ist denn heute mit dir los, Susi? Sonst bist du auch immer so, weiß nix. Aber jetzt auf einmal, was ist denn heute mit dir los, sag mal? Ja, gar nichts, Herr Lehrer. Ich bin sonst wie immer. Nur ich bin heute ein cool Mann. Aber sonst ist alles gleich, was ich sonst auch immer habe. Also mit mir ist alles normal, Herr Lehrer. Ich bin nicht krank. Ich habe keinen Schnupfen. Mit mir ist alles normal. Nur ich bin heute ein cool Mann. Also sonst ist alles wirklich normal. Okay, Susi, ich weiß, du keinen Schnupfen hast. Also ich meine generell jetzt, was du... Heute hast du heute einen guten Tag oder so, weil du jetzt jede Aufgabe auf einmal richtig hast. Egal, Susi, es klingelt in ein paar Minuten, deswegen würde ich sagen, wir haben auch jetzt wieder Schulschluss. Das war mit unser Thema heute Mathe und Deutsch. Ja, Susi, heute hast du anscheinend einen guten Tag. Heute hast du wirklich alle Aufgaben, die ich dir gestellt habe, richtig gelöst. Das werde ich jetzt oben die Leiterin sagen. Da wird sie sich aber sehr, sehr mega freuen, sage ich nur. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Susi, und ja, also jetzt kein schönen Tag, also ich wünsche dir trotzdem noch einen schönen Tag, aber es regnet draußen und es donnert auch draußen, wie man hört, deswegen wünsche ich dir so noch einen schönen Tag zu Hause und so, und ja, ich würde sagen,
Schönen Tag noch. Tschüss, Susi. Oh, ist sie schon vorbei? Ja, okay. Dankeschön, Herr Lehrer. Ja, ich höre es auch gerade. Es regnet und donnert draußen. Ich höre es auch. Aber egal. Ich habe zu Hause bestimmt auch einen guten Tag. Ich darf ein bisschen Handy spielen und ein bisschen YouTube-Videos gucken. Deswegen. Und am Computer. Deswegen habe ich heute auch noch einen schönen Tag. Dankeschön, Herr Lehrer, für die Nachfrage. Und ja, dann wünsche ich Ihnen auch noch einen schönen Tag, Herr Lehrer. Und ja, tschüss. Okay, Leute, das war ein Video. Könnt ihr gerne in deiner oben da und natürlich, wie euch da gefallen hat, Leute, vergesst natürlich nicht zu abonnieren und nicht doch ganz machen, natürlich kein Video mehr von mir verpasst. Ja, Leute, das war ein Video heute mit Susi, die Coole. Und ja, Leute, wenn ihr davon mehr wollt, könnt ihr auch gerne da nach oben da lassen. Und mich abonnieren, Leute, wenn ihr natürlich kein Videos mehr von mir verpasst. Und ja, Leute, ich werde auch wieder bald Minecraft-Videos auch an mein Handy und Freddy, Fettbär-Videos auch an mein Handy vorbeikommen, Leute. Auf jeden Fall bei YouTube. Also guckt immer, seid immer auf meinem Kanal on, weil es wird jeden Tag oder jede Woche ein neues Video kommen. Das nächste Susi-Video wird so morgen oder übermorgen oder dann kommen. Ich weiß es noch nicht, Leute. Also, ja, da muss ich doch überlegen. Aber, Leute, auf jeden Fall, ja, tut mir leid, nicht ganz halt hier die Wand ansehe. Also nicht die Wand, sondern aus dem Fenster, weil es regnet wirklich gerade draußen, Leute. Ich kann es auch mal kurz filmen. Da. Und es hat eben richtig schwer gewittert, Leute. Und so, also hoffentlich ist unten mein Trampolin stehen geblieben. Ich muss mal gleich unten gucken, Leute. Und ja, es wird immer noch ein bisschen blitzen. Es hat auch eben richtig gedonnert, so geblitzt, ne, Leute. Es hat auch jetzt gerade eben nochmal geblitzt, habe ich aus dem Fenster gesehen. Es hat gerade nochmal geblitzt. Aber egal, Leute, davon wollen wir uns natürlich auch mein schönes Video hier nicht ablenken lassen. Und ja, Leute, ich würde sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen, Leute. Könnt ihr in den Kommentaren schreiben, wie euch das gefallen hat. Mit euch gefällt es mir natürlich immer, Leute, wie gesagt. Und ja, Leute, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Marcel. Ciao.